Und somit willkommen zurück. Normalschatz ist die erste Straße der Straße der Schätze hier in Kirby und das Vergessene Land. Der große Showdown, Kirby saugt alles ein. Okay. Normalschatz, das ist gut. Boah, das war gekonnt, Alter. Du Scheißkill, Alter. Puh, so ein Zeitlupe neu. Genial. Bin gespannt, was für ein Boss hier kommen wird. Die können wir nicht zerstören? Okay, schade. Ah, komm mal runter, scheiße. Gleich tot. Glaube dafür brauche ich den oder ein Gegner gegen Schmerzen. Halt schon nicht rum, Alter. Ne, den kann ich nicht einsaugen. Da habe ich schon einen Fehler gemacht. Und naja, auch das Schwerting, okay. Der geht ja. Und der Hammer. Mhm. Vielleicht bin ich K.O. Hau ab, Kirby. Ein Treffer und du bist weg. Ich mir doch ziemlich schwieriges hier ausgesucht, Alter. Ach, hau ab. Hau ab. Okay, das schneide ich aus. Jetzt wissen wir, was uns erwartet. Lauf, Kirby. Was ist los? Fall doch nicht schon rein, ist ja blöd, Alter. Fuck, in dein Gesicht. Nice. Fast Hälfte der Energie schon trotzdem weg, ne? Sag doch, Kirby ist einfach zu blöd. Jetzt sind wir auf jeden Fall schneller. Das ist nice. Fuck. Der ist weg, jetzt noch der nächste. Zack. 1,40 noch übrig. Puh. Genau so muss es sein, Kirby. Erstmal ein Ding, damit wir ein Schwert bekommen, am besten. Hopp. Na, wehrt er ab natürlich. Richtig cool.
Mein Schwert habe ich weg. Oha, ernsthaft. Komm, gönn dir. Ja, so kann man auch gegen Bosse kämpfen. Ne? Oder verschwinden die Items. Das Schwert und der Armor. Komm, zieh. Immerhin geschafft, sehr schön. Aber wir haben ja noch einige vor uns hier. Straße, Schätze. Puh, fast 25 Sekunden. So langsam. Aber egal. Das war der erste, der versteckte war. Drei weiteren finden, aber natte Reihe, ne? Hier ist noch einer Wilderhammer-Schatz. Immer fest drauf. Wilderhammer-Prüfung. Hammer finde ich jetzt nicht so schwierig, aber man sollte auch schon treffen, ne? Triffst du die dann nicht? Ey, ernsthaft? Einfach warten, bis sie hier hinkommt. Du Schwein! Okay, easy. Ja, ein Boss muss natürlich kommen. Nein, zwei. Beide getroffen, ja, sehr schön. Weg. Weg mit euch. Ja, sehr schön, Kirby. Jetzt läuft es noch gut. Ja, sogar Zielzeit, schön. Hi. So. Jetzt hier noch unten irgendwo einer? Ne, da, da, da. Ne, dann jetzt noch eins, zwei. Da hinten ist noch einer zu. Das heißt, wir brauchen eine Blaupause. Aber müssen wir mal wegbringen, ne? Eine. Durch den Boden hoch und runter Turm. Der war gut. Ich hasse dieses Ding, Alter. Haben sich was Gutes einfallen lassen. Hopp, hopp. Keine Zeit, gegen euch zu kämpfen. Ah, kein Problem hier. Ja, easy, ey. Bestimmt die Zielzeit nicht geschafft, aber egal. Puh. Ja, eine Minute. Ernsthaft. Da muss man echt schnell sein. Kugelstopfer-Schatz war das. Weiter geht's zu Weltraumentdecker-Schatz. Ja, den haben wir beim irgendwann mal erweitert schon. Feiern und ausweichen.
Fließbandziele. Ja, ist auch voll einfach. Wenn das Ding da noch bleibt, man dann noch, dass sie mal kaputt gehen. Geil. Flieg, Kirby. Okay, das war jetzt schon mal ein bisschen schwieriger. Lass dich doch nicht treffen. Oh Mann. Mal den da wegmachen oder so. Nein, am besten dreimal aufladen, ne? Wenn wir es schaffen. Ah, denn es geht da einfach nicht durch. Ernsthaft, ist so ein Scheiß, ist das nicht schon wieder. Schaffe ich nicht. Ja, ich muss dann auch zum Ziel hinlaufen, also. Alles da so ein Quatsch wieder hier. Oh Mann. Was mag ich gar nicht. An sich eine geile Idee, aber es ist nervig, wenn man einfach nicht trifft. Und dann wird so, ist dieser Gegner noch nervig hier. Dann will er nicht schweben? Aus welchem Grund auch immer. First try it. Fuck easy. Aber die Dinger nerven auch sowas von, ne? Als Gegner ja extra so. Ey, das war gegen die Kanone. Jetzt aber. Wir müssen uns ganz aufladen. Halt dagegen, warum? Er zerstört denn jetzt? Ich danke dir. Hätten wir nicht einfach rüberfliegen können? Hauptsache geschafft, ey, die Scheiße. Ehrlich. Ja, ist es denn nur 25,77 Sekunden zu schlecht? So, 1, 2, 3 sehe ich hier jetzt noch. Einer noch auf jeden Fall versteckt. Halt mal hier, Ringstopfer-Schatz. Okay, let's go. Nur ganz Schätze heute machen, keine Ahnung. Oh, jetzt mache ich immer noch mal Neustart. War ja jetzt richtig peinlich.
Weiß nicht, wieso ich da manchmal getroffen werde. Nice Idee auf jeden Fall. Ja, wenn ich nicht gepustet habe und nur gegen die fahre, dann werde ich getroffen. Wie lange ist es denn jetzt noch? Wow. Puh, noch fast tot gegangen, ey. Krass. Ja, eine Minute, das habe ich mir schon gedacht. Zwei und einer versteckt irgendwo. Multistopfer Schatz ist das nächste. Kirby, der Vollstopfen-Profi. Eigentlich solltest du den direkt treffen. Sehr interessant. Und wer dann mal hochgeht, direkt schon weg raus was nehmen. Hat mir doch gerade. Ah, man will schnell mal, man geht mal einfach tot. Achso, wir müssen das wegpusten, ah. Also wir schaffen die Zeit auf jeden Fall schon mal nicht. Können wir auch hier einfach in die Lava fallen, genau. Die Gegner stören mich hier nicht. Du Scheiß, den habe ich genau noch gesehen. Nein, gleich tot. Never. Boah, haben wir es geschafft oder nicht? Auto noch. Ih. Auto ist eins der besten hier irgendwie. Ah, bewegende Plattform. Mhm. 30 Sekunden, ernsthaft? Boah, komm, das war's jetzt aber. Sehr schön. Ey, hat mir gefallen. Hat mir gefallen. 2,45. Oha. Da
Eine fast halbe Minute zu langsam. Puh. Eure Zeit in die Kommentare. So. Einer ist hier noch. Sturmtornado. Ich glaube, den können wir schon herstellen. Ist noch was? Aha, hier ist der nächste versteckte. Sehr schön. Hier ist auch noch was. Hier ist auch irgendwas, oder nicht? Autostopfer Schatz. Hundensammler Gefahren Piste. Jetzt müssen wir uns die Strecke merken. Da hätte man sogar abkürzen können. Ja, Hilfe. Dann auch das Ding im Sprung mitnehmen. Ja, Hilfe. Jetzt bewegt sich das hier alles. Jetzt nur noch 30 Sekunden, ernsthaft? Oha. Schaffe ich das? Ich glaube nicht. Ah, Hilfe! Wir müssen da irgendwie rüber. Boah, komm, zieh Kirby. Zieh. War schon ein geiles Level. Sehr schön. Erstmal einen Daumen nach oben dafür, Kirby. So, oh, fehlt jetzt nur einer. Ein Stern. Alles in einer Folge hier, nur diese Straßenschätze. Kann man machen, ne? So. Mehr Verstecktes gibt's hier nicht, ne? Zwei Versteckte waren ja schon. So, ja, ich denke mal, den Sturmtornado machen wir doch in der nächsten Folge und dann geht's direkt zum Boss. Mal schauen, was uns erwartet. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Dann noch nicht mehr, euer Basti, bleibt fit im Schild und ciao.